Halt, stopp, das ging viel zu schnell. Nochmal von Anfang an. Also, wir sind von Baden-Baden nach London-Stansted geflogen. Der Flug war in Ordnung, nächstes Mal würde ich aber eine andere Fluglinie empfehlen. Also, wir sind in London angekommen und hatten einen super Bus. Haben uns dort etwas umgesehen, sind zum Piccadilly Circus gelaufen. Und sind dann auf dem Weg zu unserem Hostel Astor Victoria bei Pimlico, was übrigens sehr gut war, auf dem Weg noch bei ein paar verschiedenen Attraktionen vorbeigekommen. Das ist ein typischer Orientierungspunkt. Westminster Abbey. Und natürlich Big Ben. Auf dem Weg zum Trafalgar Square. Die Nelson-Statue und was in London natürlich nicht fehlen darf, sind die Sirenen. Die National Gallery am Trafalgar Square. Und dann sind wir mit der Tube nach Camden Town gefahren. London Eye. Eine Greenpeace-Aktion vor dem Shell-Konzerngebäude. Yeah, Seifenblasen für das Kind im Manne. Produziert von diesen netten Herren. Und nun Spotlight auf die Tower Bridge. Der Platz vor dem Tower of London. Im Tower of London mit der Tower Bridge im Hintergrund. Und nun ein Interview. Hallo, wo sind wir hier? Tower of London. Und was machen wir hier? Wir haben gerade eben die Kronjuwelen angeschaut und die ganzen Goldplatten und Goldstücke von den englischen Königsfamilien. Oder was waren da? Löffel und... Die haben den Löffel abgegeben. Und den goldenen Löffel abgegeben, ja. Und dann haben wir noch die Kronjuwelen von denen angeschaut. Ja, und... Jetzt gehen wir zur Tower Bridge und das Wetter ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Also vorhin war richtig schön angenehm warm und jetzt ist es ein bisschen kälter und es ist noch grauer geworden. Typical London Weather. Aber ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier waren. Kali auch. Ja. Jetzt haben wir es mal gesehen. Können wir abhaken. Ja. Und durch den London Pass haben wir 22 Pfund oder 24 Pfund? Ich glaube 24. 24 Pfund Eintritt gespart. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie viel uns das bei Tower of London Tower Bridge kosten würde. Und ja, gleich geht's weiter. Jawohl. See ya. Ach ja, auf der Tower Bridge bin ich dann noch Michael Jackson und der Queen begegnet. Der Eintritt kostet pro Person, glaube ich, 9 Pfund. Jetzt guckt keiner hoch. Und so sieht das Ganze von unten aus. Anschließend haben wir eine Bootsfahrt gemacht auf der Themse von der Tower Bridge bis zum Big Ben und können diese nur dringendst weiterempfehlen.
Die Tube Station von Westminster. Wir sind dann von der Green Park Station zum Buckingham Palace gelaufen. Nach dem Buckingham Palace sind wir noch zum Marble Arch gegangen. Das hier ist der Weg dorthin. Kurzes Interview mit Kali. Ja. Wie war es im Westminster Abbey? Ja, halt in der Kirche, ne? Interessant. Wer ist fast eingeschlafen? Lady. Okay, ich wäre fast eingeschlafen. Ich musste mich aber auch mental auf mein bevorstehendes Spiel vorbereiten. Zuerst gab es eine Erkundungstour, man spielt ja nicht alle Tage bei den Gunners. Noch kurz den Überblick behalten und dann ging's ab in die Kabine. Eine Ansprache vom Trainer angehört und dann ging's raus. Dass ich dieses Spiel nur auf der Bank saß, muss man glaube ich nicht erwähnen. What is the question? Wie fanden Sie es bis jetzt? Alright, it was pretty awesome. We played very well, yeah. But it was easy, pretty easy, yeah. We fought like lions and yeah, no one has a chance against us, so yeah, we pretty much took the chance to win this game, and yeah, it is what it is, we are the best. What else? What do you want to hear? Nothing more. Thank you very much. What do you mean? Work, 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 work